Hey Leute, 500 Flüchtlinge auf 600 Einwohner. Echt, das haben die geplant. In Pedersdorf, einem kleinen Ortsteil von Bad Garo, leben momentan 596 Einwohner. Hier ist Bad Zaro und hier ist Fürstenwalde. Und dort oben haben wir Berlin. Die Kapazitäten zur Unterbringung von Flüchtlingen sollen hier erheblich erweitert werden. Momentan sind etwa 300 Flüchtlinge in einer alten NPA-Kaserne untergebracht. Das ist geplant, zusätzliche Wohncontainer hinzuzufügen, um weitere 200 Flüchtlinge aufzunehmen. Damit könnten insgesamt bis zu 500 Flüchtlinge in Pedersdorf untergebracht werden, was fast der Einwohnerzahl von 596 entspricht. Die Pläne sorgen natürlich für Unmut unter den Bewohnern, dass sie sich bei der Planung auch nicht ausreichend einbezogen fühlen. Dies erinnert manche schon an die Theorie von Ernest Houdin. Es gibt einige Statements von den Bewohnern von Pedersdorf zur geplanten Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft. Der Pedersdorfer Ortsvorsteher äußerte gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung: Wir wurden total hintergangen. Ein weiterer Anwohner sagte: Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. So gewinnt man unser Vertrauen nicht. Der Bad Zaroer Bürgermeister Christian Schröder, CDU, bestätigte die Stimmung und sagte: Die Leute fühlen sich übergangen. Es scheint, dass viele Bewohner das Gefühl haben, nicht ausreichend in den Entscheidungsprozess einbezogen worden zu sein. Ein Verhältnis von fast 1 zu 1 zwischen Flüchtlingen und Einwohnern ist außergewöhnlich und stellt eine erhebliche Herausforderung dar. Die Integration so vieler neuer Bewohner in eine relativ kleine Gemeinde wie Pedersdorf ist komplex, da sie grundlegend anders aufgewachsen und sozialisiert sind. Selbst wenn wichtige Aspekte der Integration wie Sprachkurse, soziale Aktivitäten und vor allem Arbeit und Ausbildung in ausreichender Menge angeboten würden, scheint dies fast eine unmögliche Aufgabe zu sein. Beziehungsweise ist unmöglich. Im Kreis Bad Zaro, zu dem Pedersdorf gehört, beträgt die Arbeitslosenquote etwa 10%. Das wären bei 6.430 Einwohnern in der Region ca. 650 Arbeitslose, die einen Job bei der Betreuung der Flüchtlinge annehmen könnten. Allerdings ist natürlich auch nicht jeder für so einen Job geeignet und viele wollen das auch gar nicht. Die Flüchtlinge werden nicht eingesperrt und haben das Recht, sich frei zu bewegen. Ist ja auch richtig in meinen Augen so. Bei so vielen Flüchtlingen kommt es da aber auch sicher öfters vor, dass mehrere Männer gemeinsam durch den Ort spazieren. Das schürt dann natürlich auch die Ängste der Anwohner, zumal diese Menschen möglicherweise mit mehr Gewalt aufgewachsen sind und in der Regel ein Messer immer griffbereit dabei haben. Das ist eine ziemlich besorgniserregende Situation. Das ist wichtig, dass sich die Bewohner sicher fühlen. Aber auch hier habe ich erhebliche Bedenken. Zumal die nächste Polizeistation erst in den benachbarten Orten zu finden ist. Entweder in Bad Zaro mit einem kleinen Dorfpolizisten oder in Fürstenwalde eine größere Polizeistelle. Wie will man die Flüchtlinge integrieren, wenn sie in Gruppen auftreten und viele Einheimische die Straßenseite wechseln, wenn ihnen 5 oder 6 jütländische Männer entgegenkommen? Wo schon 300 Personen, das sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung, zu viel scheinen,
Denken die Verantwortlichen tatsächlich über eine Erweiterung nach? Verrückt. Ein paar Wortmeldungen bei Facebook zu diesem Thema. Was hier den Bürgern zugemutet wird, ist nicht mehr in Worte zu fassen. Wenn man bedenkt, dass das alles auch noch vom Steuerzahler getragen wird. Die Leidensfähigkeit der Bevölkerung scheint grenzenlos. Da werden ja die wildesten Verschwörungstheorien wahr. Schon vor Jahren hat man davor gewarnt, dass man Deutschland islamisieren will. Wenn man dann noch die offenbar bewusste Zerstörung der Wirtschaft bedenkt, glaube ich so langsam, dass es doch keine Verschwörungstheorie gewesen ist, nur ein Plan. Mir tun die Menschen dort leid, was denen zugemutet wird. Macht sprachlos. Die Toleranz ist bei vielen Menschen längst überschritten. Zu Recht. Oder danke an alle, die einen weiter so wählen. So überflutet man nach und nach das ganze Land, bis wir im eigenen Land die Ausländer sind. Bald hat die Ampel ihr Werk vollendet. Bei uns Messerüberfälle auf Behinderte, Taschendiebstähle und so weiter. Was ist da leichter? Bin von Hamburg in eine dörfliche Gegend gezogen. Pustekuchen. Was soll da leichter sein? Ich habe jetzt unter der Facebook-Meldung alle Kommentare dazu gelesen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich hier noch den einen oder anderen, der das gut findet, zitieren könnte. Die meckern alle. Da ist nicht einer mehr dabei, der sagt, das ist doch gut. Also, ein paar, die auf den ersten Blick gut klingen, die dann aber sarkastisch gemeint sind, waren dabei, aber sonst nicht. Also, die Remigration sollte jetzt nicht mehr auf die lange Bank verschoben werden. Ist meine Meinung. Ja, wir leben heute in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Lassen Sie uns all denen danken, die daran mitgewirkt haben, mitgearbeitet haben. Freuen wir uns gemeinsam daran und vor allem bauen wir darauf für eine gute Zukunft. Und tschüss.